Die Qualitätsmedien können alle mal ein gemeinsames Angebot auf die Beine stellen, denn die wahre Konkurrenz und die wahre Bedrohung sind doch Global Players, also globale große Firmen, die eigentlich alles aufsaugen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man eine Plattform schafft, auf der eben Qualitätsjournalismus stattfindet, aber auch alles, was zum Beispiel Volkshochschulen, Museen anzubieten haben in diesem Land. Also etwas, eine Informationsplattform für gute, verlässliche Informationen. Wir haben es alle miteinander, privat wie öffentlich-rechtlich, hier in Deutschland verschlafen. Wir hätten das viel früher anfangen müssen. Es ist tatsächlich jetzt eine enorme Kraftanstrengung notwendig, um da einigermaßen auch Paroli bieten zu können. Ich denke aber trotzdem, dass es sich lohnen würde. Ich glaube, dass wir in der aktuellen Situation mit Denkverboten, in welche Richtung auch immer, vorsichtig sein müssen. Offen gestanden ist unser Eindruck eher bei diesem ARD-Angebot, dass es darum geht, die Kritik der Verleger, gerade an Tagesschau.de und an den Informationswebseiten, so ein bisschen zu befriedigen. Dieser Vorschlag ist interessant und diesem Vorschlag wohnt auch eine absolut richtige Idee inne. Wir gucken uns das jetzt an und müssen dann bewerten, was genau damit gemeint ist. Natürlich muss man immer sehr darauf achten, dass nicht ein Kooperationsangebot auch eine Umarmung wird, die das Gegenüber erdrückt und ihm die Luft abschnürt.